So, meine Damen und Herren, ganz was anderes. Unser Innenminister hat heute mal verlauten lassen, man müsste Wirtschaftsflüchtlinge, ich zitiere, rausschmeißen. Zitat Ende. Und der Deutsche Bundestag hat diese Woche mehrheitlich gegen die doppelte Staatsbürgerschaft gestimmt. Das wissen Sie ja wahrscheinlich, bei uns müssen sich ja zum Beispiel in Deutschland geborene Türken mit 23 für einen Pass entscheiden, denn sonst droht im schlimmsten Fall die Abschiebung. Hat sich aber total bewährt, das Verfahren. Und die Erfahrung, die wir jetzt damit sammeln, ist, dass viele, die eben optieren können oder müssen, dann sich auch für die deutsche Staatsbürgerschaft entscheiden. Ja, und zwar, weil ihr sie dazu zwingt, ihr Eumel. Außer der Union sind alle Parteien für die doppelte Staatsbürgerschaft. Aber ständig nur rumjammern, dass nicht genug Ausländer kommen, um unseren Fachkräftemangel zu beseitigen. Statt sich vielleicht auch mal um die zu kümmern, die schon da sind. Und wenn wir die nicht integrieren, dann werden sie in 10 Jahren ein Heer von chancenlosen Leuten haben, die sich aber nicht erschießen werden. Ach so. Die erschießen sich nicht. Ist ja doof. Wirft ja unser ganzes Integrationskonzept über den Haufen. Ja. Andererseits, Integration brauchen wir vielleicht bald gar nicht mehr. Haben Sie das mitgekriegt? In der EU gibt's ganz bald wieder Grenzkontrollen. Ja, wenn zu viele Flüchtlinge kommen. So entschieden, nicht zuletzt auf deutschen Druck. Wir schalten mal live an einen Grenzübergang in Süddeutschland zu Klaus von Wagner. Klaus, haben uns die Politiker nicht jahrelang erzählt, vergesst mal, die olle Euro-Krise, Europa ist in erster Linie eine gemeinsame Idee. Ja, natürlich ist Europa eine Idee. Jetzt hat sich allerdings rausgestellt, es war eine Scheißidee. Wie eine Scheißidee. Herr von Wagner, wir sind die erste Generation, die offene Grenzen genießt. Ach Quatsch, mein Opa hat auch schon offene Grenzen genossen. Damals in seinem Panzer. Spaß beiseite. Politik heißt auch zugeben, wenn man sich geirrt hat. Ich meine, wir haben halt gedacht, es kommen vor allem hochqualifizierte Leute ins Land. Gut aussehende IT-Experten, Gehirnchirurgen. Jetzt stellt sich raus, da kommen vor allem arme Leute. Hm. Arme Leute, das konnte doch keine Sau an. Aktuelles Beispiel, nicht? Da landen Flüchtlinge aus Afrika in Italien. Und was macht der feine Herr Italiener? Der gibt denen 500 Euro und setzt sie in den Zug nach Hamburg. Ja, mille grazie, stronzo, hä? Ja, aber man kann die Italiener andererseits auch nicht einfach alleine lassen mit dem afrikanischen Flüchtlingsproblem. Doch. Ich meine, jeder kümmert sich um seine Nachbarn. Wir kümmern uns um arme Holländer und Dänen. Und die Italiener sind zuständig für Afrika. Pech gehabt, hat sich ja keiner gezwungen, ihr Land am Mittelmeer zu bauen, ne? Ich komme vielleicht doch noch mal zurück auf die Idee Europa. Ja, die können Sie vergessen. Ist abgehakt. Schnee von gestern. Arrivederci, ciao, adios. Es passt einfach kulturell nicht zusammen. Ich gehe sogar noch einen Schritt weiter. Wir brauchen wieder Grenzkontrollen innerhalb Deutschlands. Was? Ja, natürlich zurück zu den Grenzen von 1830. Schauen Sie mal, ich habe den Schlagbaum hier schon mal prophylaktisch runtergelassen. Wieso? An welcher Grenze stehen Sie denn eigentlich? Ja, hier muss man leider besonders scharf kontrollieren. Da drüben liegt Bayern. Hm. Aber von denen lasse ich keinen mehr rein. Alles Verbrecher, Vetternwirtschaft, Steuerhinterziehung, schlimm. Klaus, ich kenne mich nicht so aus, aber ich bin mir ziemlich sicher, das ist nicht legal, was Sie da machen. Wir haben doch keine Wahl. Wenn du einen Bayern ins Land lässt, dann holt der ruckzuck die ganze Familie nach. Freunde, das könnt ihr hübsch vergessen. So, hier habt ihr 50 Euro. Ne? So, da ist Italien. Servus, gell? Schleichzeit. Fertti, servus. Und? Eigentlich keine schlechte Idee. Klaus von Wagner, meine Damen und Herren. Vielen Dank.